Man hat mit diesem Ausmaß einer Katastrophe ganz einfach nicht gerechnet. So ein komisches, dumpfes Geräusch und dann wird alles dunkel. Es war unmöglich hineinzufliegen, es hat mittlerweile wieder sehr stark geschneit. Wo wir dann angekommen sind auf Galtür, dann war wirklich ein Bild des Schreckens. Es war für viele Leute da in Galtür die schlimmste Nacht, die sie vielleicht je erlebt haben. Warum trifft es jetzt gerade mich? Warum gerade meine Frau? Das war dann schon schwierig, weil der Tod auf einmal so nahe war. Galtür im Tiroler Paznauntal. Das Bergdorf lebt vom Tourismus, lebt vom Schnee. Vor 10 Jahren erlebte Bürgermeister Anton Mattle die weiße Pracht als tödliche Bedrohung. Immer dann, wenn Schnee in außerordentlicher Menge fällt, dann spürt man das auch und man bekommt als Einheimischer durchaus auch Angst. Normaler Schneefall, 1 Meter, 1,5 Meter, das ist nicht das Problem. Aber wenn es dann tagelang schneit, wenn es dann tagelang auch starker Wind geht, dann hat der Schnee natürlich eine andere Dimension. Im Februar 1999 fällt 6-mal so viel Schnee wie in einem durchschnittlichen Jahr. Schneemengen wie in den letzten Tagen gab es seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Nun schon seit 3 Tagen warten hunderte Urlauber, dass diese Straßensperre aufgeht. Doch es schneit und schneit. Zunächst war es recht spannend aus rein meteorologischer Sicht. Schnee, Regen, fast ganz hinauf, immer wieder starke Winde. Da hat es jeden Tag extrem viel Neuschnee gegeben. Und teilweise sind sogar unsere automatischen Wetterstationen ausgefallen, weil es so viel Schnee gehabt hat. Zum Schneefall kommt Sturm. Es herrscht höchste Lawinenwarnstufe. Ganze Täler sind abgeschnitten. Guten Abend. Der Schneenachschub scheint nicht abzuhalten. 10 Lawinenabgänge haben von der Außenwelt bis zu 5 Meter hoch verschüttet. Die sind bereits wieder gesperrt. Ich weiß nicht, ob wir morgen schon raus müssen, aber kann uns passieren. Eingeschneit. Die Stimmung bleibt gelassen, ausgelassen. Wir haben gutes Quartier, wir werden gut versorgt. Wir haben ja nichts auszustehen, noch nicht. Kurze Wetterberuhigung. Die Sperren werden aufgehoben. Urlauber Schichtwechsel. Einige Straßen wurden heute geöffnet, dann doch aber erneut gesperrt. Die Straße wieder gesperrt. Wieder eine Lawine abgegangen. Für das Paznauntal ist es so, dass einige wenige Lawinen noch ausständig sind. Bis zum Abend sind die Schneemassen wieder beseitigt. Die Silvretta-Bundesstraße wird noch einmal für einige Stunden geöffnet. Also man hat einfach von dem her gewusst, es sind Schneemengen, die man bisher noch nie beobachtet hat. Nur irgendwann hat man das Gefühl bekommen, es wäre genug. Eigentlich ein unheilvoller Mix. Die Verantwortlichen geraten unter Druck. Es geht um Geld und es geht um Leben. Die Lawinenkommissionen in den einzelnen Orten tagen ohne Unterbrechung. Es gibt natürlich einen sehr großen Druck auf alle Lawinenkommissionen. Die Lawinenkommission entscheidet unter Hochdruck, obwohl die Gefahr noch nicht gebannt ist. Es bleibt so, die nächste Entscheidung gibt es morgen in der Früh 8 Uhr. Also stehen wir morgen früh um 8 alle wieder hier. Sicherheit ist erstes Gebot. Die eingeschlossenen Gäste werden bei Laune gehalten. Nachtskilauf gratis. Wir haben in diesem Februar 99 haben wir ja 3-mal hintereinander großen Schneefall gehabt und jedes Mal Straßensperren. 2 Tage, 3,5 Tage. Es war schon ein sehr ungutes Gefühl, weil man nicht gewusst hat, wo unter Umständen geht es tatsächlich los. Und da haben wir einmal in Galtür schon einmal eine Besprechung gehabt über die Frage Straßensperren und was auf uns zukommen könnte. Es ist so viel Neuschnee gefallen, dass selbst die Leute, die Schnee wirklich gern haben, Angst bekommen haben.
Und dann hat die letzte Niederschlagsperiode begonnen, was dann praktisch 10 Tage mehr oder weniger ohne Pause durchgeschneit hat und wo man dann immer mehr und mehr erkannt hat, dass es in Richtung eben einer Katastrophensituation geht. Informationistin Schneider, grüß Gott. Ja, also momentan können Sie noch nicht rausfahren. Bis 13 Uhr bleibt gesperrt und dann wird neu entschieden. Danke, auf Wiederhören. Auch das noble Ischgl, der Nachbarort von Galtür, ist von der Außenwelt abgeschnitten. Der kulinarische Nachschub für die Wintersportgäste bleibt aufrecht. Also im schlimmsten Fall könnte es von heute bis Mittwoch 3 Meter Neuschnee geben. Und zwar genau dort, wo es sowieso in den letzten Tagen schon am meisten geschneit hat. Im Paznauntal leben momentan 13.000 Touristen und 6.000 Einheimische. 13.000 Touristen, die wollen gern hinaus. Erhard Berger. Der Meteorologe des ORF Tirol kündigt einen extremen Neuschneezuwachs an. Wochenenden sind dazu da, sich zu entspannen. Es war völlig klar, dass dieses Wochenende, das kommen wird, keines ist zum Entspannen, sondern dass das die wahrscheinlich letzte Chance sein wird, aus den Bereichen zu flüchten, die in den letzten 50 bis 100 Jahren als einigermaßen sicher gegolten haben. Das ist nicht passiert. Und das Einzige, was vielleicht genützt hätte, wäre, wenn irgendjemand den Schalter hätte, dass man diesen Schneefall ausschalten hätte können. Das kann man natürlich nicht. Rudi Meier. Der Tiroler Lawinenexperte verhängt die höchste Warnstufe. Und ansonsten, wenn man das ganz nüchtern sich durchüberlegt, da gibt es kaum noch irgendwelche Eingriffsmöglichkeiten, wo man da irgendwo steuernd noch eingreifen könnte. Nachhausen! Nachhausen! Leider habe ich keine guten Nachrichten. Die Straße bleibt weiterhin geschlossen. Die Gäste werden ungeduldig. Der Druck auf die Behörden steigt weiter. Wir wollen auch nicht. Zahlen Sie mir dann den Verdienstentgelt. Wenn Sie fähig sind, 13.000 Menschen in ein Tal hineinzubinden und einzuladen und hier Urlaub zu machen, dann müssen Sie auch dafür sorgen, dass man abreisen kann. Es wurde damals eine Krisensitzung einberufen, damals auch als solche bezeichnet, als Krisensitzung bezeichnet. Ja, bei dieser Sitzung hat man dann wirklich also Klartext gesprochen. Man hat also diese Wetterentwicklung natürlich angesprochen. Das Ganze war geprägt von einer ziemlichen Amateurhaftigkeit. Man hat nicht genau gewusst, wen soll man einladen. Man hat nicht genau gewusst, wer soll wann was tun. Und da hat der eine dann gesagt, es kommen 3 Meter. Der andere hat gesagt, nein, es wird also weit hinauf dauern. Und es gab keine wirklichen Notfallpläne, wie in Situationen, die derartig außergewöhnlich sind, vorzugehen sei. Aber nachher gescheit zu sein, ja, zu sagen, das hätte man schon gewusst. Ja. Es hat einige gegeben, die gesagt haben, ja, vielleicht kann das kommen. Und die anderen haben gesagt, nein, das kommt wahrscheinlich nicht. Von diesen Krisensitzungen und der Ratlosigkeit der Verantwortlichen erfahren die Urlauber nichts. Wer es sich leisten kann, lässt sich ausfliegen. Es waren eigentlich 3 Bezirke betroffen. Insgesamt ungefähr an die 150.000 Leute. Und die Experten natürlich, der Flugsicherungsteam, ausgerechnet, welche Flugbewegungen maximal möglich wären. Und dass man also sehr schnell draufgekommen, dass also überhaupt nicht einmal im Ansatz eine Chance besteht, diese Anzahl von betroffenen Leuten da rechtzeitig zu evakuieren. Ich bin ausgebucht. Ich bin für heute und morgen ausgebucht mit den Leuten. Und anstehen dann ein paar hundert. Viele wollen raus, einige aber noch immer hinein. Trotz Schneechaos und Straßensperre. Von der Natur lässt man sich nicht abschrecken. Und abhalten will sie auch niemand. Natürlich, der Druck der Verantwortung besteht. Das nimmt einem niemand ab. Thank you.
am 23. Februar hat es um 2 Uhr nachmittags oder um 2:30 ein Fassdaubenrennen gegeben, da im Bereich des Ortszentrums. Die Veranstaltung am Nachmittag, ja, die war wirklich, um der Langeweile entgegenzuwirken. Und so hat es dann eigentlich dort die Katastrophe gegeben, wo am meisten Leute unterwegs waren. Auf einmal ist dann dunkler geworden, ist fast finster geworden. Wir waren da im Erdgeschoss, mein Sohn, der Peter und ich. Und da ist es plötzlich finster geworden und hat angefangen rumpeln und rauschen. Die Staubwolke, die da so einer Lawine voreilt, hat sich über das ganze Dorf gelegt, hat sich an den Fenstern niedergeschlagen und wahrscheinlich haben sehr viele Einheimische dann schon gespürt, es ist eine große Lawine abgegangen. Dann sieht man natürlich schon schneebedeckte und schreiende Menschen entgegengekommen. Ich bin dann noch hinaufgelaufen bis in den Bereich zur Kirche, wo man dann schon eher hat sich vorstellen können, wo denn die Lawine auch war. Bin dann zurück ins Gemeindeamt und habe den Notruf ausgelöst. Und ich weiß es nicht genau, eine halbe oder eine Minute später ist die Sirene gelaufen, dann hat man also gewusst, ja, jetzt ist was los. Für mich war sofort klar, Mensch, da ist jetzt eine riesen Staublawine abgegangen. Wir haben alle stehen und liegen lassen, sind sofort rausgerannt. Alfons Walser. Der Alpinpolizist erlebt in Galtür den Lawinenabgang. Er alarmiert. Und dann habe ich den Funkspruch abgesetzt, dass überhaupt so eine riesen Lawine abgegangen ist. An den genauen Wortlaut, wie ich die Meldung gemacht habe, kann ich mich gar nicht mehr genau erinnern. Ja, hier Galtür, das ist ein Mordzahnen, ein Mordzogel. Ja, verstanden. Gibt es noch einen Lagebericht? Wir sind in Richtung Dorf unterwegs. Innenabgang in Galtür, Ortszentrum betroffen. Also eine Lawine habe ich noch nie gesehen und ich hatte den Eindruck, da fehlt das halbe Dorf. Ja, es ist eine riesige Lawine abgegangen und teilweise bis zur Kirche und mitten ins Dorf gegangen. Der Mordsbreite. Und wir sind voll am Arbeiten. Ja, sobald wir eine Möglichkeit haben, fliegen wir rein. Aber es ist momentan sehr schlecht. Irgendwann dürfte ich dann gefunkt haben, ihr müsst schauen, wie ihr selber damit zurechtkommt. Sobald es möglich ist, unterstützen wir euch mit allen Möglichkeiten. Werner Senn. Er leitet den Krisenstab in Landeck und empfängt die Hilferufe. In der Situation waren die Leute und die Einsatzmannschaften vor Ort einfach auf sich alleine gestellt. Die Kaserne in Landeck, 40 Kilometer entfernt von Galtür. Von hier aus werden die abgeschlossenen Täler versorgt. Doch an diesem Abend bleiben die Hubschrauber am Boden. Der Krisenstab ist machtlos. Sie werden müssen selber auskommen irgendwie. Wir probieren alles, dass wir hinkommen, aber wenn es nicht geht, geht es nicht. Wir wären einsatzfähig, aber vermutlich kein Flugwetter. Wir brauchen da herinnen Leute, wenn es geht, einmal einen Katastrophenzug des Bundesheers und Hund war gefragt. Sobald es geht, probieren wir, dass wir reinkommen. Das war unmöglich, es war ein ganz massiver Schneesturm. Es wäre mit keinem Hubschrauber dieser Welt gegangen. Galtür bleibt ohne Hilfe von außen. Die einheimische Bevölkerung, aber auch die Gäste, die haben in dieser Situation das Bestmöglichste gemacht und haben eigentlich Unglaubliches auch geleistet.
Aber es ist ein ungutes Gefühl, wenn man sie dabei nicht unterstützen kann. Ja, ich denke, es war für viele Leute da in Galtür die schlimmste Nacht, die sie vielleicht je erlebt haben. Wir haben uns von der Südseite dem Haus Winkel genähert, weil das der sicherere Weg ist nach unserem Ermessen. Franz Lorenz. Der Hotelier befürchtet, dass seine Frau und seine schwangere Schwiegertochter verschüttet sind. Dann haben wir schon gesehen, dass das Haus verschüttet und beschädigt ist. Man fängt an zu denken, man hat einen unheimlichen Druck eigentlich. Eine riesen Beklemmung erfasst da einem. Für die Leute draußen im Schneesturm unheimlich anstrengend, belastend. Jeder hat gearbeitet irgendwo bis zur Erschöpfung. Wir haben von oben hinuntergraben müssen, der Hauswand entlang. Und eine andere Gruppe von uns hat von vorne vom Hauseingang hineingegraben. Und dann haben wir uns eigentlich nur noch gedacht, wir müssen auch mal feststellen, wie viele Leute überhaupt fehlen. Wir müssen uns einen Überblick verschaffen. Wir müssen schauen, was können wir überhaupt noch tun, dass man einfach alles tut, was möglich ist. Die sind dann vorgestoßen bis zur Küchentüre und haben die Türe mit der Motorsäge herausgeschnitten. Und wir haben von der anderen Seite versucht, das Küchenfenster zu finden. Ich kann mir erinnern, ein riesen Schneetreiben war auf dem Lawinenkegel drauf. Ist ja so ein Wind und ein Sturm gewesen. Manchmal hat man geglaubt, jetzt kommt vom Kurven drunter auch eine Lawine. So ist ich als zeitweise da. Man muss ja auch immer wieder zwischendurch bewerten. Ist es gefährlich? Kann man die Suchmannschaften draußen lassen? Müssen wir einen Rückzieher machen? Wir mussten irgendwo auch recherchieren, ja, nach wie vielen Menschen suchen wir denn eigentlich? Wer war wo im Haus? Waren die Leute draußen, haben die Kinder gespielt? Jetzt muss man sich mal vorstellen, jetzt sitzen da zwei Frauen. Wahrscheinlich haben sie die ganze Familie verloren. Und für mich ist das heute noch fast, ich meine, erklärlich ist man schon. Wahrscheinlich wird jeder so, ist das unsere Schutzfunktion. Die Frauen, die haben reagiert, ich hab das noch nie gesehen seit dort. Ich habe das niemals mehr so gesehen. Die waren ruhig, die haben gelacht. In mehreren Höhenetappen haben wir halt den Schnee herausgeschaufelt und haben so unsere beiden Frauen gefunden. Gegen 18 Uhr habe ich zumindest von den ersten Toten gehört. Es war der Lorenz Franz mit seinem Sohn Manfred, die zum Gemeindeamt gekommen sind. Und der Franz gemeint hat, die Mama, die haben es gefunden. Ich kann mich erinnern, auch als ein Kind, also ein Mädel mit kleines Mädel mit blonden Haaren, das sehe ich heute noch öfter noch von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat ausgeschaut, als wenn es schlafen tät. Und das war dann schon schwierig, weil der Tod auf einmal so nahe war. Also um 1 Uhr in der Nacht haben wir eine Liste übereinander gehabt mit 31 Vermissten. Den letzten Lebenden hat man gegen 19 Uhr am 23. Februar aus der Lawine befreien können. Lawine für
Einsatzleitung Galtür. Lande Kalbin. Dringend Schaufeln. Eine Menge Schaufeln einfliegen, bitte. Dringend Stimmlampen und Ersatzbatterien auftreiben, um im Hubschrauber hinzuschicken. Ja. Früher Morgen in Landeck. Der Sturm hat etwas nachgelassen. Bergrettung, Alpingendarmen und Soldaten starten. In der Früh um 7 Uhr war Sturm und Schneefall, schlechte Sicht. Wir sind dann in der Früh, so gegen 7:30 mit dem Hubschrauber hineingeflogen. Ja, wir haben die ganze Nacht schon uns vorstellen wollen, was da oben jetzt alles vor sich gegangen ist. Wie wir hingeflogen sind, war eigentlich von der Lawine, von der Seite, wo wir angeflogen sind, überhaupt nichts zu sehen. Wir waren aber dann schon froh in der Früh, als dann die ersten Hubschrauber kamen. Die Ausmaße hat man erst dann gesehen, wie wir dann weiter hinten zurückgegangen sind und dann die zerstörten Gebäude gesehen haben. Wo wir dann angekommen sind auf Galtür, dann war wirklich ein Bild des Schreckens. So, wir kommen jetzt wohl dem Zentrum immer näher. Die ersten Bilder. Ein Urlaubsgast filmt am Morgen des 24. Februar am Lawinenkegel. Ich stehe jetzt mitten auf der Lawine. Das Bundesheer wurde eingeflogen. In diesem Haus scheint noch jemand verschüttet zu sein. Die Lawine war so bis zu 8 Meter hoch. Johann Zergeisek. Der Oberst kommandiert die Einsatzkräfte des Bundesheeres. Sie war aufgrund des Schnees und des Hineinpressens zwischen die Häuser auch sehr fest. In manchen Bereichen musste der Schnee sogar mit Kettensägen geschnitten werden. Es war immer noch die Möglichkeit und auch die Hoffnung, noch Lebende Verschüttete zu bergen. Man denkt ja dann, unter Umständen gibt es ja doch noch Möglichkeiten, Leute lebend irgendwo herauszubringen. An Lebendbergungen habe ich eigentlich nicht mehr gedacht, nach so langer Zeit schon. Es ist ja die ganze Nacht schon vergangen, habe ich nicht mehr an Lebendbergungen gedacht. 300.000 Tonnen Schnee sind vom Grieskogel in den Ort gedonnert. Soldaten sind also ausgebildet für die Suche, für erste Hilfemaßnahmen, wenn man also Verschüttete hier findet. Allerdings, Tote zu bergen ist also nicht ausbildbar und daher war das also für sehr viele Neuland. Wenn man dann auch zum Teil Identifizierungen miterlebt hat oder Besuche von Angehörigen, die dort Angehörige verloren haben, Kinder verloren haben, Frauen verloren haben. Also das waren schon sehr emotionale Momente, die uns schon sehr betroffen gemacht haben. Die Verletzten und Traumatisierten werden ins Spital nach Zams geflogen. Unter ihnen der letzte lebend Geborgene. Er verbrachte 3 Stunden unter der Lawine. Die Patienten sind ansprechbar, sie befinden sich aber alle ausnahmslos in einem psychischen Ausnahmezustand. Zumal die Patienten Angehörige verloren haben, nach Kinder verloren haben. Erste Evakuierungen. Die Hubschrauber bringen Angehörige und geschockte Urlauber aus dem Tal. Und dann war es ganz dunkel. Ich hatte ihn nicht mehr gesehen, ich hatte sie nicht mehr gesehen. Panik. Ich habe gearbeitet bis 4.30 Uhr am Morgen zu helfen. Man kann sich helfen. Dann haben wir noch eine Frau gefunden, die war ganz... Das weiß ich nicht. Wir haben ihr geholfen. Leider muss man bis jetzt feststellen, dass es schon 16 Tote gibt. Aus Wien trifft die Regierungsspitze ein. Bundeskanzler, Vizekanzler,
Innen- und Verteidigungsminister. Fragen werden gestellt. Wie konnte das passieren? Die Wettervorhersage war lang nicht so, wie sie dann gekommen ist. Es hätte also eigentlich wesentlich weniger Niederschlag kommen sollen. Wendelin Weingartner. Der Tiroler Landeshauptmann übernimmt die Gesamtleitung des Krisenstabes. Ich habe gesagt, die Politiker brauchen nicht hineinfliegen irgendwo, weil sie ja sicher nicht die besten Schneeschaufler sind, sondern die Leute, die wirklich helfen können. Deswegen habe ich auch damals untersagt, dass irgendein Politiker, Landes- oder Bundespolitiker, sich nach Galtür begibt, um dort zu schauen, was los ist und vielleicht tolle Fotos bekommt. Ich kann Ihnen zusichern, dass seitens des Bundes und des Landes alles zu tun, was nötig und möglich ist. Dann hat es geheißen, ja, man nehme mir die Zuständigkeit für die Katastrophen Organisation, also oberste Katastrophenleiter, ab und delegiere das nach Wien und dann wird von Wien aus bestimmt, wer hineinfliegen darf. Da bin ich einmal zornig geworden, was ja nicht sehr oft der Fall ist, und habe gesagt, also wenn ihr das tut, dann werdet ihr eure Wunder in Tirol erleben. Daraufhin ist dann niemand hineingeflogen. Wir haben in einem ganz kleinen Büro begonnen mit einem Telefonanschluss und schlussendlich sind in dieser Kaserne über 400 Journalisten gewesen. Raimund Lammer. Er kümmert sich in Landeck um den Ansturm der internationalen Presse. Das ganz, ganz große Problem für uns war, dass diese 400 Journalisten natürlich auch sehr viele Filmkameras mitgebracht haben, die alle vor Ort wollten. Und denen hat es natürlich unter den Nägeln gebrannt. Sie mussten liefern und sie bekamen aber nichts. Galtür bleibt für die Medien Sperrgebiet. Ein Flugverbot wird für die Presse verhängt. Nur Kameras des Bundesheeres dürfen filmen. Es soll keine Gräuelbilder geben. Zensur, meinen die einen, gut so die anderen. Es waren also ganz eigenartige Situationen, wo man selber dann ganz erstaunt war, dass man sowas gefragt wird. Ich kann mich erinnern an einen Norddeutschen, der dann gefragt hat, nur sagen Sie mal, was ist eine Lawine? Und wieder, die einen wollen unbedingt hinein, die anderen nichts wie raus. Es hat einige gegeben, die wollten möglichst schnell hinausfliegen, nicht? Und die haben sich also nur durch Soldaten davon abhalten lassen, als erstes zum Hubschrauber hinzustürmen, noch bevor der gelandet ist, damit sie also möglichst einen Platz erwischen. Und daher musste das also abgesperrt werden. Der Pilot entscheidet letztendlich immer, wie weit er fliegen kann und wie lange noch die Sicherheit gegeben ist. Zurzeit ist es so, dass das Wetter so schlecht ist, dass nichts mehr geht. Also es wird, wir hoffen, dass wir die Maschinen noch reinkriegen. Aber nach hinten einige momentan nichts mehr. Gegen Mittag dann hat sich am 24. das Wetter dann wieder so verschlechtert, dass eine Evakuierung nicht mehr gedacht werden konnte. Und das war schon schwierig. Man hat da 1000 Wartende wieder nach Hause schicken müssen. Die Leute haben dann ihre Kinder gepackt und sind teilweise bei wildesten Witterungsverhältnissen, wo sowieso nie ein Hubschrauber fliegen hätte können, sind sie am Landeplatz gestanden und haben ihre Position sozusagen verteidigt. Sie sind die Nächsten, die ausgeflogen werden. Erich Ladstätter. Der Alpinpolizist koordiniert ab dem 24. Februar den Einsatz in Galtür. Und da haben wir die größten Probleme gehabt, dass wir die Leute mit den Kindern aus dem Sturm rausgebracht haben, wenigstens in eine Unterkunft rein. Der ist kaputt, ich werde nicht hingeschehen. Ich bin fast tot gewesen. Haben Sie Verständnis? Gehen Sie zurück in die Unterkunft. Dass die nicht da draußen mit den Kindern halber frieren, nur weil sie glauben, sie werden in der nächsten Zeit abgeholt, obwohl stundenlang kein Hubschrauber fliegen hätte können. Da kann man doch sagen, die Leute sollen morgen früh sein. Landeck Alpin. Der Bürgermeister von Galtür ersucht, dass es vielleicht möglich wäre, von irgendwo Bagger, so bewegliche Bagger, irgendwie aufzutreiben und hereinzutransportieren. Es ist unmöglich, die Häuser, die verschüttet sein, anders zu durchsuchen. Ja, es ist ja so gewesen, dass die Straße gesperrt gewesen ist. Sie war auch nicht geräumt, gar nichts. Und wir hätten dringend Bagger, so Schaufelbagger gebraucht. Ja, da haben wir eigentlich nicht viel gedacht. Da haben wir ab, schnell weg und gestartet und gefahren.
Hans Gastel, Baggerfahrer. Er und sein Chef bringen unter Lebensgefahr schweres Gerät nach Galtür. Eine Lawine war ja schon unten da, im Pachtel, draußen nicht. Da sind wir halt drüber gefahren. Der Baggerfahrer von damals, der Gastel Hannes, zeichnet sich einfach, ich würde sagen, durch große Hilfsbereitschaft und durch Mut aus. Ich glaube, dass also diese beiden Baggerfahrer zweifellos ihr Leben riskieren. Und zwar in einem höchsten Ausmaß. Ja, ich würde sagen, gefahren sind wir 2 Stunden, nicht? Sicher. Sobald man irgendwas, wenn es nur eine Jacke war oder was weiß ich, eine Matratze oder ein Polster, da hat man sofort Stopp gemacht. Nicht? Da waren gleich 3-4 Leute da und haben dann von Hand weitergerappt. Nicht? Mit Schaufeln und Sonden ist dann immer viel auszurichten gewesen. Das war wie Beton alles. Man hat auch zum Beispiel, habe ich Ausweise gefunden, oder? Und habe die am Bild gekannt, oder? Der Hannes Gastel war in der Situation sicherlich ein ganz besonderer Mensch. Viele andere vielleicht auch, von denen wissen wir es nicht. Was kann man diesen Menschen konkret raten, wenn sie jetzt Angst, verständliche Angst vor weiteren Lawinenabgängen haben? Sicher, auf alle Fälle die Häuser nicht zu verlassen. Und jeder sollte halt schauen, dass er in seinem Haus sichere Bereiche aufsucht. Entweder den Keller oder hintere Räume, wo man auf alle Fälle besser geschützt ist vor Lawinen wie in den oberen Stockwerken. Das waren eigentlich so sehr, sehr schlimme Momente, weil da hat man fast rechnen müssen, dass also das nicht der einzige Lawinenabgang im besiedeltes Gebiet bleiben wird. Und insofern war das schon sehr bedrückend. Hast du die Situation nicht gekriegt? Gehört von einem Lawinenabgang wo? Karlsruhe. Ja, bin sie so im Notruf eingelangt, dass angeblich eine Riesenlawine in Richtung auf Karlsruhe abgegangen ist. Es ist nicht bekannt, ob Gebäude oder Häuser betroffen sind, aber angeblich eine Riesenlawine in Richtung Karlsruhe. Der Weiler Karlsruhe, Ortsgebiet Ischgl. 4 Kilometer von Galtür. Einige Häuser sind extrem gefährdet. Ein Alpinpolizist erinnert sich. Und dann hat es geheißen, ja, jetzt müssen wir unbedingt die Leute evakuieren im Karlsruhe. Die sind jetzt schon einige Tage da eingesperrt. Die haben überhaupt keine Möglichkeit gehabt. Die haben kein Gasthaus oben, die haben keine Freizeitmöglichkeiten und waren in den Ferienhäusern eingeschlossen, kann man sagen. Stefan Jungmann. Der Polizist soll mit Pilot Walter Strolz, Bewohner von Karlsruhe, ausfliegen. Und die Leute sollen wir jetzt evakuieren. Und ich bin dann mit Walter, mit dem Hubschrauber Richtung Karlsruhe geflogen, eben diese Evakuierung durchzuführen. Und circa um 16:30, also bei Einbruch der Dunkelheit, haben wir den Funkspruch gehört über den Abgang der Lawine in Karlsruhe. Walter Strolz. Er ist als einziger Pilot in Galtür geblieben. Alle anderen sind nach Landeck zurückgekehrt. Und da haben wir uns dann einmal angeschaut gegenseitig, der Walter und ich, und haben gesagt, was wird uns jetzt da erwarten? Ja, von Ischgl-Alpin. Es ist wichtig, ganz schnell Hunde. Wir haben jetzt einen Hund da, wir brauchen dringend Hunde. Es ist eine Riesenlawine mit einem Ausmaß von 200 Meter Breite, wo Verschüttete sein können. Es schaut ähnlich aus wie in Galtür. Und dann hat mir der Walter mitten am Lawinenkegel aussteigen gelassen. Dann bin ich alleine da auf dem Lawinenkegel gestanden und das war wirklich ein ganz harter Moment. Es standen dort davor circa, also zumindest mehrere Häuser, wenn nicht 10. Und schlussendlich nach der Lawine war nur noch ein Haus dort, aber das war auch schwer beschädigt. Von der einen Katastrophe in Galtür kommst du auch zur nächsten Katastrophe und jetzt bist du ganz alleine da. Der Einzige, der einen Funk hat, der Einzige, der eine Verständigung nach außen hin hat. Und der Walter ist wieder weggeflogen mit dem Hubschrauber. Walter Strolz versucht, Hilfe aus Galtür zu holen. Die Sicht ist gleich null. Er fliegt trotzdem.
Es hat geschneit, es war schlechte Sicht, es ist dämmerig geworden. Es war genauso wie die erste Lawine drinnen in Galtür gegen 16 Uhr ungefähr, also 24 Stunden später, unter gleichen Bedingungen abgegangen. Und da ist natürlich dann Feuer am Dach. Ich brauche so viel Leid wie möglich. Ich brauche alles, was möglich ist. Das ist alles, was ich sagen kann. Ja, Bundesheer steht derzeit am Boden und sagt, sie fliegen nicht. Tut mir leid, ich müsste es da drin organisieren. Wie ich gehört habe, dass es also zwei Hubschrauber probiert haben und die wieder umgedreht haben und ich wiederum gewusst habe, jetzt sind die Leute wieder auf sich alleine gestellt. Und wieder ist es nicht möglich, mit sämtlich zur Verfügung stehenden Hubschraubern, Hunden, Rettungsmannschaften dorthin zu kommen. Ganz dramatisch war natürlich die Situation mit dem Kind. Man wusste, wo das verschüttet ist. Das hat eben von der Familie gefehlt. Man hat aber gewusst, dass es im Haus noch drinnen ist. Und mit den Schaufeln hat man dann im Stiegenhaus den harten, betonierten Schnee ausgraben und durch das Haus ausgekarrt mit der Schneehex, bis man dann nach einiger Zeit zu dem Kind gestoßen ist. Wir haben das Kind gefunden und wollten einen Hubschrauber haben für den Abtransport des Kindes. Das war halt dann sozusagen der letzte Strohhalm, dass man zumindest noch einen Hubschrauber hatte, dem es möglich ist, Leute dorthin zu fliegen. Ja, das Kind war ansprechbar. Das hat riesen Glück gehabt, weil es hinter so einem Stiegengeländer zu liegen gekommen ist, hat einen Hohlraum gehabt. Da ist vor mir eine Staublawine abgegangen und das war natürlich schon prekär. Die draußen gewesen sind, die haben sicher Kopf und Kragen riskiert. Vor allem der Stefan und der Walter. Ich habe den Hubschrauber nach oben gestellt, habe ihn auf diese Weise abgebremst. Und dann habe ich erst realisiert, das muss eine Lawine sein. Richtig aus dem Nebel, aus dem Nichts raus ist da das Hubschrauberlicht gekommen. Und habe ihn eingewiesen und ihm das Kind hinten auf den Sitz hingelegt. Im Hubschrauber und dann gleich drauf war er wieder weg. Walter Strolz schafft es zurück. In Galtür kann das Kind ärztlich versorgt werden. Die Hilfsmannschaften hier suchen nun schon die zweite Nacht. Auch in Fallzur sind Tote zu beklagen, trotz der Evakuierungspläne. Dieser Fall hat sowieso eine schreckliche Tragik. Wir haben heute, eine halbe Stunde vor Lawinenabgang, haben wir von den 17 Personen, die oben waren, 8 noch abholen können. Und beim Hineinflug zur Abholung der restlichen Leute war die Sicht dermaßen schlecht, dass die Maschinen abdrehen mussten. Und dadurch sind also leider Gottes auch hier Menschen zu Tode gekommen. Ganz dramatisch war das mit den zwei Kindern, wo die Eltern eben wieder zurückgegangen sind, die Spielsachen holen und die dann eben verschüttet worden sind. Und der andere ist zurückgegangen in sein Haus, weil er den Stall noch, im Stall noch gearbeitet hat oder füttern hat wollen. Und manche Leute sind einfach nicht aus dem Haus gegangen. Die haben gesagt, nein, sie bleiben da, sie fühlen sich sicher genug, sie bleiben. Eine andere Familie war eben gerade beim Gehen, während dann die Lawine gekommen ist. Und so hat sich halt das aufgespielt. In Fallzur sterben 7 Menschen unter der Lawine. Stunden nach dem Lawinenabgang von Galtür startet die größte Evakuierungsaktion, die es in Österreich je gegeben hat. Hubschrauber aus Deutschland, Frankreich und den USA unterstützen die Luftbrücke. Also im Endeffekt, rein aus dem Gefahrenstandpunkt heraus, hätte man nicht mehr alle Leute evakuieren müssen. Für uns war relativ bald klar, dass eigentlich keine weitere Gefahr mehr droht, aber die Angst der Gäste war
aus ihrer Sicht subjektiv gesehen nachvollziehbar und verständlich. Man konnte zwar sicherlich noch sagen, dieser Bereich oder jene Bereich ist 100% sicher, aber die Leute müssen das dann letztendlich auch glauben. Und die haben natürlich uns im Endeffekt nicht mehr ernst genommen. Und so war für uns auch klar, dass man, sobald das Wetter sich bessert, alles in Bewegung setzen muss, damit man diese Menschen aus Galtür ausfliegen kann. Und letztendlich haben wir dann 12.500 Personen ausgeflogen. Heute ist das hervorragend organisiert. Ich glaube, es gab Tage, da war es nicht ganz so gut. Gestern haben wir Stunden gewartet und mussten wieder ins Hotel. Und heute sind wir eigentlich froh, mit den Kindern endlich rauszukommen. Nach 14 Tagen fast jetzt, gell? Es reicht allen. Die Gelegenheit hier, den Galtürern und Einheimischen zu danken, das ist uns allen ein Bedürfnis. Werner Jähle hat Stunden der Todesangst hinter sich. Da denkst du halt viel nach, oder? Und denkst du, ja, vielleicht rettet sich echt noch, hoffen hat man echt noch. Ein bisschen betet hat man noch, oder? Und dann denke ich, hoffentlich ist das, der Stichwort nicht so schlimm. Hoffentlich ist das nicht so hart, dass ich jetzt da was Teufel wie noch durchdrehen muss oder irgendwie. Ich habe gesehen, jetzt wird die Scheiben werden dunkel, oder? Und dann ein riesen Kracher, also wie eine Bombe. Extrem. Und ich wollte nur laufen und spüre, der Schnee fasst mich von hinten und über den Kopf und finster war alles. Nur die Arme habe ich minimal bewegen können, so, weil ich mir so die Hände fast sich da habe als Schutz. Schon in dem Hintergedanken, dass ich eventuell eine Lufthöhle habe. Dann habe ich die Hände minimal bewegen können. Das war alles so. Auch der gerettete Bub aus Valzur wird ins Krankenhaus geflogen. Ein paar Tage später ist er wieder wohlauf. Es ist ein kleines Wunder, vielleicht unter Hund und der Pilot des Innenministeriums, die haben das Kind letztlich gerettet und die Ärzte natürlich. Muss mir jetzt dankbar sein, dass es eigentlich für mich jetzt noch so halbwegs ausgegangen ist, dass man halt noch lebt. Weil in dem Moment, wo ich unter der Lawine war, habe ich gedacht, jetzt ist vorbei. Mehr als 3000 Flüge absolvieren die Heereshelikopter in diesen Tagen. Zurück bleiben hunderte Autos, tausende Koffer, die Einheimischen und nur ganz wenige Gäste. Die Leute, die herausgeflogen werden wollen, werden in Pakete zusammengefasst und werden paketweise in die Hubschrauber eingewiesen und die fliegen dann heraus. Wir dürfen also nicht sagen, dass es eine Evakuierung ist, sondern es ist ein Ausfliegen. Für die amerikanischen Black Hawk Hubschrauber wird die Inntal-Autobahn gesperrt. Jahre später wird auch das Bundesheer Helikopter dieses Typs kaufen. Die Heimreise ist möglich in Bussen oder in Zügen, die Fahrt ist dabei kostenlos. Und das Codewort für die kostenlose Fahrt ist Lawine Bad Znaun. Verabschiedung der internationalen Helfer. Endlich wieder militärische Routine. I am here to say as Chief of Defense. Thank you very much for your contribution. Now it's the moment to say goodbye to you. In Galtür geht die Suche immer noch weiter. Ja, es wird noch ein Mädchen vermisst. Und es bleibt jetzt keine andere Suchmethode mehr übrig, als wie diese Lawinenreste umzugraben und durch Zufall einen Sucherfolg zu erzielen. Brandschutz. Ja.
Ich höre eben, dass das Mädchen tatsächlich gefunden ist. Wir haben also momentan eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es sich um dieses deutsche Mädchen handelt, das wir noch in der Lawine gesucht haben. Sagen wir, der, was im Schnee begraben sein gewesen, das ist natürlich nicht so, die haben nicht so wild ausgeschaut. Aber der, was sagen wir, unter den Häusern, unter den Trümmern drei waren, die waren zum Teil gequetscht und die Füße weg und dann war da halt. Jeder Tod eines lieben Menschen ist eine Katastrophe im Kleinen, ist ein privater Weltuntergang. Hadern tut man eine Weile nach einem solchen Geschehen. Jeder Mensch ist mehr oder weniger Egoist und sagt, warum trifft es jetzt gerade mich, warum gerade meine Frau. Lorenz Hildegard, 78 Jahre alt, aus Galtür. Der Herrgott weiß, was es ist, wir wissen es nicht. Mit den Angehörigen aus Deutschland, Holland, Dänemark, Galtür und Falzur trauert das Land Tirol. Zwei Lawinen, 38 Tote. Ich habe ein paar Monate später ein schönes Erlebnis gehabt, sind wir in der Osterwoche in der Kirche gewesen, an einem Feiertag, und da waren zwei von meinen Enkelinnen mit, und am Heimweg war es halt strahlend schön und blauer Himmel und weißer Schnee. Und ich war halt still und auf einmal sagt eine von diesen beiden Mädchen zu mir, Gal Neni, Neni ist der Großvater, Gal Neni, dort wo Nona und Edith jetzt sei, dort scheint auch die Sonne. Also wenn dort auch die Sonne scheint, dann ist das schon ein echter Trost. Albinger Frederik, 7 Jahre alt, Buchholz Waldraut, Dudlinger Beate, Fischer Hans, Kapellner Helmut, Kern Bernadner Theresia, Lorenz Jahre Edith, alt, Lorenz Hildegard, Messerschmidt Weber, Schulz Konstanz, Vogt, Fabian Simon, 4 Jahre alt, Nebrake Jasper, Barberg Frank, Frank Thompson Erik. Der Wiederaufbau in Galtür beginnt sofort nach der Schneeschmelze. Berge von Schutt werden entsorgt, neue Häuser errichtet. Heute geht es mir ganz gut, also optimistisch und sich mehr Sinn noch im Leben durch die Katastrophe, durch das schlimme Ereignis, aber mir geht es echt gut. Vom Grieskogel soll nie mehr eine Gefahr ausgehen. Tonnen Stahl werden verbaut. Im Ort wird eine 340 Meter lange, mächtige Mauer errichtet. Man will der Natur trotzen. Hundertprozentige Sicherheit wird es wahrscheinlich nirgendwo geben. Eins haben wir Galtürer dank der großartigen Unterstützung, die wir Tirol und Österreich weit erfahren haben, unheimlich viel in die Sicherheit investiert. Wir haben keinerlei, auch nachher nicht beim Wiederaufbau, hat keinerlei Zwistigkeiten, keinerlei Schuldzuweisungen gegeben. Es gibt also Katastrophenfälle, wo man dann nur mal von Prozessen berichtet. Ja. Und es gibt Fälle, bei denen man das auch menschlich bewältigt. Das ist das kleine Wunder von Galtür, wie die Bevölkerung selber mit dieser Katastrophe umgegangen ist. Wenn ich für ein Haus oder für einen Weiler eine Gefahr erkannt hätte, so hätte man garantiert bei diesen Niederschlagsmengen die Evakuierung veranlasst.
Ich würde sogar jetzt sagen, hinten nach betrachtet, auch wenn dieses Wort jetzt vielleicht in dem Zusammenhang etwas komisch klingt, aber trotzdem würde ich trotzdem sagen, ist die Tirol da irgendwie noch glimpflich davon gekommen. Es hätte durchaus noch wesentlich schlimmer ausgehen können. Das ganze Dorf hat schon in etwa ein Jahr gebraucht, bis man dieses Lawinenereignis halbwegs verarbeitet oder aufgearbeitet gehabt hat. Aufgrund der Größe und der Dinge, die man gesehen hat, lässt sich das nicht vergessen. Für mich, ich habe es relativ gut aufgearbeitet, Bilder immer halt einmal ein. Manchmal kommen schon Bilder für mich, wo ich so scharf sehe, wie wenn es jetzt erst heute gewesen wäre. Nein, mein Verhältnis zu Galtür hat sich nicht geändert. Ich behaupte nach wie vor, Galtür ist der schönste Platz auf der ganzen Welt. Mit den Risiken, die dieses Schönsein eben auch in sich birgt, muss man leben.